Fünf Kommandeure des sogenannten Azov-Bataillons sind in der Ukraine wie Helden gefeiert worden. Sie waren mit Präsident Volodymyr Zelensky aus Istanbul nach Lviv heimgeflogen. Nachdem die Kämpfer die Stadt Mariupol aufgeben mussten, waren sie in russischer Gefangenschaft. Потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома. Aus Moskau kam sofort Kritik. Putin-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, mit der Ausreise der Azov-Kämpfer verstießen sowohl die Türkei als auch die Ukraine gegen getroffene Vereinbarungen. Russlands Justiz hatte das Azov-Bataillon zur terroristischen Vereinigung erklärt. In der Ukraine gelten die Männer schon lange als Helden.